So. Das ist der richtige Knopf. Jetzt weiß ich wieder. Was macht der denn? Hat er mich einfach überholen lassen? Das ist ja lieb. Danke, Vettel. Shalom Leute und herzlich willkommen zum großen Preis von Spanien, das Rennen. So, weil ich das Qualifikationsdisplay nicht aufgenommen habe, ich dummer Idiot. Es tut mir wirklich leid, aber nun gut, dafür habe ich ein paar neue Extras für euch eingebaut, und zwar ein Safety Car Fix, weil ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal gemerkt habe, dass das Safety Car überhaupt nicht rauskommt. Ich habe das mal so im Singleplayer-Mode durchgefahren und dann habe ich gemerkt, hey, what the fuck, das Safety Car kommt nicht raus, egal was passiert. So, ich habe jetzt einen Fix eingebaut, dann habe ich noch das Loose Part, die Loose Part Datei eingegeben, so dass ich auch mehr Reifen verliere, mehr Damage bekomme und dass die Fahrzeuge jetzt ganz realistisch rumfahren. So. Da, das ist Monaco. Die Strecke kommt auch noch, da will ich total versagen. Aber auch in Spanien bin ich nicht gerade der Hammer. In Spanien bin ich mehr so, tja, wie soll ich sagen? Also in Spanien fahre ich auch nicht gerade besser als wie in Shanghai. Aber ich werde versuchen, mein Bestes einfach zu geben und dann war's das. So. Jetzt hat aber mal ein bisschen hier... Ach ja, von wo starte ich? Ich starte von Platz 13, genau. Genau, das war ja der Fehler. Ich habe mich leider in der Qualifikation fast gedreht und somit auch Zeit verloren. Aber jetzt erstmal zurück zum Rennen. Das interessiert ja jetzt nicht. So, auf Platz 1 steht Lewis Hamilton, mein Teamkollege. Auf Platz 2 Sebastian Vettel. Und auf Platz 13 ich, dummer Idiot. Naja. Dafür hört sich mein Auto jetzt gut an. Obwohl, so hat es sich immer angehört. So, ich sehe die Startlichter kommen durch Massa durch. Aber ich lasse einfach mal Gas drauf und dann weiß ich sofort, wann es losgeht. So, jetzt geht's los. Ich überhole hier einfach mal ein bisschen. Na komm, macht Platz für mich. Danke, macht Platz für den Baba. Jetzt geht's los. Oha, bin ich dem ausgewichen, Alter. Nicht, dass ich mir da direkt schon wieder die erste Strafe abhole. So, da hat er mich aber weggedrängt hier. Der Force India Mensch. Na, so gut bin ich jetzt auch nicht, aber ich mache ein paar Plätze gut. Ah, da ist ja schon Alonso im Ferrari. Also ich bin jetzt auf Platz 6, genau. What the fuck? Bremst der einfach so vor mir ab, Alter. Ich hab dir aber, ihr habt ihr jetzt aber schon ein paar schöne Ausweichmanöver von mir gesehen. So, dann bleib ich mal dran. Platz 4 ist direkt vor mir. Hier muss man aufpassen, wenn man hier einmal zu schnell ist. Das war die Stelle, wo ich dann raus aufs Kiezbett gegangen bin, dann versucht habe auszuweichen und dann... Lass mich vorbei, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Dicht machen, dicht machen. So, das hier ist auch nicht gerade eine schöne Stelle. Schon gar nicht meine Lieblingsstelle. So, da ist schon Sebastian Vettel. Was? Ich bin schon so weit vorne? Holla, die Waldfee. So, jetzt hat er aber mal hier. So, ich glaube, das wird meine Finish Position. Platz 4, wenn es so gut läuft. Oh, guck mal. Gerade eben habe ich noch gesagt, es läuft gut. Dann mache ich schon den ersten Fehler und bremst zu früh. Da geht die Temperatur, schießt die wieder in die Höhe. Die Deppische. Also ich glaube, in Spanien wird nicht allzu viel passieren, weil Spanien ist ja jetzt nicht gerade so ein Track, wo man sich denkt, ja, da passiert viel. Aber trotzdem. Hier, jeder bleibt an jedem dran. Das ist so schön in Spanien. Weil hier einfach jeder fast, egal was passiert, die gleiche Geschwindigkeit fährt. Wir hatten Abstand vom ersten zum letzten im Qualifying von maximal 2 Sekunden. Also hier fahren alle ziemlich gut und ziemlich gleich schnell. Mit Ausnahme von mir, der sich da fast gedreht hätte.
Oh, und ich verliere Abstand. Ich verliere den Hang zu meinem Vordermann. Und fahren kann ich auch nicht. Aber es ist ja erst Runde 2, da kann noch ultra viel passieren. So, jetzt dürfte DRS ist enabled. Muss ich nur den richtigen Knopf drücken. Boah, die vorne setzen sich aber ab. Hallo, ich bin schon wieder in der Mitte von nirgendwo. Aber ich komme näher ran. Wenn ich sauber fahre, dann komme ich wirklich nah dran. Dazu muss ich aber erstmal sauber fahren. Und das ist nicht ganz so einfach, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Vor allem, wenn der Controller die ganze Zeit vibriert, wenn ich zum Beispiel hier aufs Curse komme. Nein, das war der falsche Knopf. Das war nicht der DRS-Knopf. Verdammt. Ich sollte die mal wirklich beschriften. So, jetzt halt habe ich aber DRS. Jetzt kann ich Gas geben. Jetzt fahre ich tatsächlich die schnellste Sektorzeit. Das heißt möglicherweise auch die schnellste Runde. Obwohl bisher gab es ja eigentlich noch keine schnellste Runde. Das heißt wesentlich mehr, dass ich schneller fahre als mein Vordermann. So, und die Settings sind jetzt so, dass ich eigentlich den Vordermann nur mit 30 Stundenkilometer zu berühren brauche und der verliert irgendeinen scheiß Teil. Aha. Aber schnellste Rennrunde, die kann ich fahren. Und ich komme näher ran. Ich komme näher ran an euch. Wow, 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 wow. Da, die fahren sehr, sehr aggressiv, möchte ich mal behaupten. Aber hier verliere ich aus irgendwelchen Gründen immer wieder Geschwindigkeit. Ah, hier habe ich mich vertan jetzt. Ja, das passt schon. Das kriege ich hin. Hauptsache, ich bleibe am Drittplatzierten dran. Das ist Sebastian Vettel. Und da bleibe ich dran. Da klebe ich dran. Bin auf Gedeih und Verderb. Wie sehen meine Reifen aus? Schlecht. Egal. So. Das ist der richtige Knopf. Jetzt weiß ich wieder. Was macht der denn? Hat er mich einfach überholen lassen? Das ist ja lieb. Danke, Vettel. Danke. Danke. Sehr sozial von dir. Echt, wirklich. Absolut sozial. So, da kriege ich jetzt auch nochmal DRS. Aber überholt kriege ich den jetzt nicht. So. Doch, den krieg ich. Oh, der überholte mich fast von außen schon wieder. Und da ist mein Teamkollege. Hallo, Lewis, ich komme. Ich komme. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Oh, Mist. Da ist mein Motor gerade ein bisschen abgesoffen. Aber ich komme näher ran an Lewis. Ich komme näher. So, bald ist ja auch wieder Halloween. Aber was viel wichtiger ist, morgen ist nämlich der 28. Oktober. Und das bedeutet, für alle, die Far Cry spielen, Far Cry 4 kommt raus. Genau. Wer hat es sich schon vorbestellt? Hä? Wer hat es passend morgen dabei? Ich. Ich sagte. Dann kommen morgen hoffentlich zwei Videos. Also ich weiß nicht, was morgen noch so alles passiert. Oder was morgen eben nicht passiert. Und dann kommen auch die ersten Far Cry Videos. Und dann, meine Damen und Herren, dann komme ich ziemlich weit raus hier. Aber Far Cry, müsst ihr zugeben, ist doch ziemlich krass. Far Cry 4 im Himalaya. Obwohl Far Cry 3 hat mir irgendwie, tropische Insel hat mir besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Himalaya, ja. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Jetzt guck dir den an. Guck dir das an. Da will der Typ mich doch tatsächlich überholen.
ist er doch so nah dran. Aber guck dir mal den Rest vom Feld an. Die sind alle aufgespalten in Gruppen irgendwo, wo ich nicht... Jetzt geht meine Temperatur von Reifen wieder hoch. Ja, hier freut sich der Reifen. Nächste oder übernächste Runde ist Boxi-Stop. Boxi-Stop. Kann ich auch nicht rein. Aber Platz 2 ist doch wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis, vor allem nachdem ich auf Platz 13 war. Aber an Lewis, glaube ich, komme ich jetzt nicht mehr ran. Es sei denn, ich höre jetzt auf zu schwätzen und fahre wieder sauber. Aber wer sich auch auf Far Cry 4 freut, schreibt es in den Kommentaren. Far Cry 4, ich freue mich drauf, riesig. Also vor allem, ich freue mich drauf, weil ich das mit meinem... Oha, oha, oha. Jetzt habe ich einen Schaden. Oh je. Jetzt habe ich mir gerade einen Reifenplatten zugezogen. Kann das sein? Ja, wo war ich? Ja, ich freue mich einfach auf Far Cry 4, weil ich das auch mit meinem richtigen Mikrofon aufnehmen kann und nicht hier immer mit diesem Kopfhörermikrofon machen muss. Dann habe ich nämlich, besseren Sound vor allem. Das ist schon mal das Wichtigste. So. Es ist Runde 7 von 17 und immer noch sind alle 22 Autos innen drin. Da fliegt ein Heli rum. Oh, und Ricardo scheint sich da nicht absetzen zu lassen. Also es gibt jetzt... Na gut, Platz 1 muss ich nicht erreichen. Platz 1 brauche ich nicht. Aber Platz 2, und den werde ich mit allen Mitteln verteidigen. Vor allem gegen Danny Ricardo. Obwohl, also nichts gegen Danny Ricardo, hallo. Aber verteidigen werde ich ihn. Und zwar mit allem, was mir da zur Verfügung steht. Blöd ist nur, dass ich kein DRS-Fenster bekomme. Der hinter mir mit Danny, aber... Oh, oh, da ging ja mal gar nichts. Oh, jetzt bin ich auch schon hier weit raus. Man merkt so langsam, wie die Reifen anfangen, unruhig zu werden. Mein Controller vibriert. Ich mache öfter Fehler. Ich bin ziemlich unkonzentriert. Ich bin auch ein bisschen müde, obwohl merkt man mir gar nicht an. So, jetzt hat aber die Runde ist Pitstop angesagt hier. Oh, da ist er ja schon wieder. Danny? Na, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Im linken Rückspiegel. Oh, und er lässt sich nicht absetzen. Egal, was ich mache. Lässt sich nicht absetzen. Soll ich mal was ganz Gemeines probieren? Ich hab da so eine Idee. So, und zwar, jetzt hat... Pass mal auf, ich gebe hier ein bisschen weniger Gas, so dass der schön hinter mir ist. Und jetzt pass auf, jetzt hat... Lasst ihn direkt hinten und jetzt hat voll auf die Bremse und auflaufen lassen. Ach Mist, hat nicht funktioniert, schade. Vielleicht nächste Runde. Ich glaube, da immer am besten. Ach, nächste Runde bin ich ja in der Box. Und da wird sich jetzt herausstellen. Da wird sich jetzt richtig herausstellen, wer den besseren Boxenstopp hat, der gewinnt. Bleibt er drin? Nee, bleibt er nicht. Er folgt mir in die Box. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Genauso wenig wie Hamilton. Sind die alle mit harten Reifen gestartet? Uiui, dann wird es ja jetzt doppelt schwer. 3,7 Sekunden. Ah, da machen sich jetzt alle fertig. Aber 3,7 Sekunden ist schlecht. Zu langsam für mich. Jetzt komme ich rauf. Platz 4. Vielleicht. Oh, jetzt aufpassen, dass ich keine Linie überfahre. Weil ab hier habe ich schon wieder manuell das Kommando übernommen. Aber ich komme raus. Platz 4. Das ist okay. Direkt hinter Perez und McLaren. Ich habe coole Reifen drauf. Also gute Reifen.
Das heißt, ich komme jetzt auch besser um die Kurve. Jetzt muss ich vor allem schnell fahren, damit ich noch vor Ricardo rauskomme. Und Ricardo braucht einen schlechten Boxenstopp. Der braucht ein bisschen Bad Luck, der Boy, jetzt. Ansonsten sehe ich da keine zweite Position für mich. Kein Podium für mich vor allem. Was ziemlich schlecht wäre. Wer fragt, warum ich jetzt mal kurz nicht spreche, das ist jetzt, weil ich mich hier tatsächlich konzentrieren will. So, da fahren sie alle in die Box. Oh oh, Ricardo ist schon wieder am Rollen. Das heißt, ich komme zeitgleich mit dem raus. Nein, er ist langsamer. Ahaha, da ist er schon. Ahaha, das ist ja perfektes Timing gewesen mal wieder. Ricardo hinter mir. Jawohl, so habe ich das doch gern. Ricardo direkt hinter mir. Alles super. Läuft alles wie geplant. Aber der Boy, der lässt sich tatsächlich absolut nicht abschütteln. Schneller als los. Nee, das bringe ich heute nicht mehr zustande, aber wenigstens ein P2 wäre drin. Und ich habe mich ziemlich gut durchgekämpft, muss ich sagen. Also heute von Platz 13 auf Platz 2 hoch und das im Expertenmodus. Da habe ich doch schon ordentlich was geleistet. So, jetzt. Oh. Ich wollte gerade angeben, aber dann. Da war da. Ja, die Stelle, das ist so ziemlich meine Hassstelle momentan. Obwohl, hier gibt es einige Stellen, die ich absolut nicht leiden kann. Aber wenigstens Gas geben, das kann ich. Hier. Runde 11 von 17. Ich komme mit einer Scheißzeit dahin. Ich sollte mal diese Poller da vermeiden. Mich mal an die Ideallinie hier zu halten. Wie lange ich hier im Gang 2 oder 1 gefahren bin. Hier habe ich mich verbremst. Mein Fehler, Entschuldigung. Treibstoff ist optimal. Ich fahre ganz gut und damit setze ich mich auch weiter von Daniel Ricciardo ab. Hier habe ich zu viel Gas gegeben. Hier zu spät. Fehlerbeurteilung muss auch sein, ein bisschen Selbstkritik ausüben hier. Oh, habe ich mich fast wieder gedreht. Aber nur fast. Das war insgesamt eine ganz gute Runde. Ja, es geht doch. Ist eigentlich ganz okay. 1,27,4. Mal das gleiche durchhalten. Danny Ricciardo ist ziemlich weit zurückgefallen, habe ich den Eindruck. So, habe ich den irgendwo weggemäht. Oder ist er da einfach so gelandet? Wieder die Reifentemperatur, die da Alarm schlägt. Aber es dauert nicht mal lang, damit ich hier durch. Und danach kommt, glaube ich, schon das große Rennen von der große Preis von Monaco. Und meine Freunde, ich sag's ja nur mal im Voraus. Da werdet ihr was erleben. Da ist vorbei mit Lustmolcherei oder mit Butterbrot, keine Ahnung.
Vor allem das auch vorbei mit Platz 2. Da komme ich ja irgendwo raus, wo ich keine Ahnung mehr habe, was eigentlich los ist. Ich werde da so schnell aufgeben müssen. Vor allem, ich habe nur 2 Flashbacks, habe ich mir angestellt. Das sieht also Monaco. Das wird schwer. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, so wie hier. Ja, wieder 1,27,4. Ganz okay. Bisschen schneller als letztes Mal. Alle 22 Fahrzeuge sind noch drin, zu meinem Bedauern. Wie sich erinnert, in Shanghai, in der ersten Kurve, waren es nur noch 15 Autos. Ja gut, danach habe ich das Rennen neu gestartet, dann waren wieder mehr drin, aber zum Ende waren da auch nur noch 18 da. Oh, shit, ich glaube, es regnet. Holy fuck, es regnet. Oh shit, es regnet tatsächlich. Das ist ja jetzt blöd. Oh oh. Das ist noch so weit von der Ziellinie weg. Lol, warum regnet's denn? Mein Wetterradar hat gar nichts gesagt. Es hat gesagt bewölkt, aber nichts von Regen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Jetzt müssen alle nochmal rein Reifen wechseln. Aber okay, auf harten Reifen kann ich das noch ein bisschen überleben hier. Also ich weiß nicht wie lange, aber das geht schon. Aber das ist jetzt wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr die Regenpartikel schon sehen könnt oder nicht. Aber es regnet. So, jetzt kriege ich nochmal Verwarnung wegen Abkürzen. Ich habe einmal Scheiße gebaut. Mist. Kaum fange ich wieder an zu reden, geht schon wieder alles in Bach runter. Ja, 1,6 Sekunden langsamer als die letzte Runde. Und es fängt an zu regnen. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Ich kann allerhöchstens hoffen, dass ich jetzt die letzten paar Runden durchhalte. Oder dass es nur dieser Nieselregen ist, den es ja in 2014 geben soll. Wenn nicht, dann ja, dann bin ich auf jeden Fall mal geknickt. Bei Regenrennen. Das kann ich auch nicht. Und vor allem, wenn es in Monaco Regenrennen gibt. Habe ich gleich doppelt verloren. Dann sieht das absolut... Tja. Oh, komm schon ein bisschen weiter raus. Nein! Oh, falscher Knopf. Menschenskinder. Da labert er schon irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Echt hier. Vor allem Regen in Spanien. Wo gibt's das denn? Das glaubst du auch selber nicht. Hier noch meine Verwarnung. Wenn ich das noch einmal mache, dann hetzt mir die Jury da eine Durchfahrtsstrafe auf. Das finde ich nicht toll. Oh, mein Abstand zu Lewis Hamilton wird immer größer. Mein Abstand zu Danny Ricciardo komischerweise auch. Also fährt Lewis doppelt so gut wie ich. Das finde ich auch gar nicht toll. Ich hätte mir einen anderen Teamkollegen suchen sollen. Obwohl, dann hätte ich jetzt nicht dieses geile Auto. Mercedes ist Beste. Nicht McLaren. So, Gang 4 ein bisschen geschlängelt. Bisschen umgeschlendert. Hier nochmal schön gebremst. Schön Gas gegeben. Aber es tropfelt nur. Das ist gut. Die letzten 2 Runden, die fahre ich auch so zu Ende. Hallo. Jetzt nochmal Reifen wechseln. Wäre absoluter Schwachsinn. In der nächsten Runde ist die Box eh gesperrt. Außer für Schwerbehinderte, versteht sich. Schwer beschädigte, meine ich. Und wir laufen ein bisschen auf Trafik auf. Oh, da hat jemand ein Teilchen verloren. So wie es aussieht. Habt ihr das gesehen auf der Straße? Da lag irgendwas rum. Nicht abkürzen, ansonsten Penalty. Nochmal eine schlechte Runde hingelegt.
Oh, und Ricardo kommt doch näher. Ah, da ist der Typ, der was verloren hat. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. Es interessiert mich ja nicht. Das war irgendeiner von den Letzten. Oh, da fangen meine Reifen doch schon an, etwas zu unterkühlen. Die Reifen generell sehen auch nicht mehr so toll aus. Ja gut, wenn... Oh, ja, das wird nochmal ein Geschlendere hier. Vor allem hinter mir ist gleich schon Danny Ricciardo. Und dahinter ist... Davor ist noch ein Fahrzeug, aber das hat jetzt blaue Flagge gezeigt bekommen. Das sieht man immer ganz schön, wenn jemand die blaue Flagge bekommt im blauen Kreis. Mein Treibstoff neigt sich dem Ende zu. Aber ich gebe nicht auf. Platz 2 für mich. Kein Risiko mehr. Schönes Fahren, schönes Lenken bis nach Hause. Bis auf das zweitplatzierte Treppchen. Dann ist gut. Runde 17 von 17. Ich behalte mal den Treibstoff im Auge. Nicht, dass da jetzt noch irgendwas Großartiges passiert und ich durchs Ziel laufen muss. Oh, hier guckt ihr es an. Der Regen bringt schon alles durcheinander. Jetzt ist die Straße doch schon etwas durchnässt. Und daher... Oh, guckt ihr es an. Hier, ich bekomme kaum noch Grip. Also, es wird nochmal richtig lustig, hier die letzten paar Meter hier durchzurutschen, mehr oder weniger. Lewis hat kein Problem mehr, der hat sowieso schon gewonnen. Seitdem er ruft jetzt nochmal den letzten Crash hervor des Rennens, den mache ich aber laut. Bisschen Schadenfreude muss auch sein. Aber der ist gut. Ja, der ist gut weggekommen. Der steckt jetzt schon... What the? Habt ihr es gesehen? Der ist irgendwas vorne hochgeflogen. Holla. Immer diese Teile mitten auf der Fahrbahn. Dass die niemand wegräumt. So, jetzt hat aber die letzte Kurve. Lewis Hamilton ist im Ziel. Glückwunsch an Lewis Hamilton. Und jetzt komme ich. Hier, meine Freunde. Hier. Platz 2. Bingo. Von Platz 13 gestartet. Jetzt auf Platz 2. So sieht's aus. Hä? Jetzt habe ich keinen Ton mehr? Ah, jetzt habe ich wieder. Okay, alles gut. So, ja. Just fantastic. 18 points. Gut. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Ist irgendwer irgendwas passiert? Nein, nichts ist passiert. Gut. Dann continue. I'm still first of the Drivers' Championship. Und Daniel Ricciardo ist tatsächlich hinter mir. Wenn ich einmal ausfalle und Daniel Ricciardo gewinnt, dann ist Daniel Ricciardo führender. Oh, da kriege ich schon einen Schluck auf hier. Mist. Okay. Ja. Da, Mr. Zweitplatzierter. Da ist Hamilton. Dahinter Daniel Ricciardo. Oh, mal schön. Der Typ mit der Kamera. Ja, best friends forever. Okay. Ja, dann war's das heute von mir. Und dann verabschiede ich mich. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Bewertung bitte da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Raptor D auf, sagt auf Wiedersehen. Ciao, danke fürs Zusehen.